In der Schweiz die Post. In Italien, also in der Schweiz ist eine Hoffnung, in Italien ein Schicksal. Schon in ein Postamt in Italien muss man bereitet sich vor, weil wer zuerst kommt, kommt zuerst. In der Schweiz Warteschlange. Jetzt gibt es Zettel. Sie haben eilig, Sie gehen Zettel 231, 85. Gott, vertell ich nochmal. Aber mach nichts, es geht schnell. Kinder kommen und stehlen Zettel und sie gehen weg. Sie machen Zettel zusammen, die Kinder. Also. Aber damals, das erste Mal in einem Postamt, ruhig alle, guten Tag, nein, wollen Sie? Nein, ich bin danach. Also, bitte, nein, nein, ich habe nicht teil, ich auch nicht. 2 Stunden sind wir dort geblieben. Also. Und dann, ich hatte 3 Rechnungen, 3. Hä? Es ging um 280, 90 Franken, weil ich habe das Geld vorbereitet und ich habe mein Miss Langs Büchli gehabt, damals als Büchli, um zu quittieren. Ja, Freude, ja, zahlt wie verrückt. Aus. Und dann, ich habe gewartet, das erste Mal, ich habe es Büchli, ich habe Rechnungen gegaut. Der hat mir gesagt, grüße. Es war eine Begrüßung in Bern. Also, ja, ich bin unbewaffnet. Und ich habe alles gegeben, ich habe gewartet. Und er sagt, wie viel macht das genau? Ich hatte nicht gerechnet. In Italien ist es anders. Zuerst muss man kämpfen und dann, also ich sage ihm nicht guten Tag, er auch mir nicht guten Tag. Warum müssen wir persönlich werden? Also ich meine, ich habe keine Lust zu bezahlen, er keine zu arbeiten. Also Distanz. Kannst denken. Und er rechnet für mich. Er rechnet für mich wie? Nach Binarsystem. Total kompatibel, so wie die Chinesen, die diese Holzmaschine gebaut hatten mit einer Kugel. Sie haben eine Kugel, wir haben 2, wir machen mit denen, wir haben, passt.